Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Neo. Unter Part 101 entbrannte ja eine relativ heftige Diskussion darüber, dass ich endlich mal... Nein, diese Sachen hier ein bisschen mehr anschauen soll. Und ja, werden wir, aber nicht jetzt und nicht heute, sondern nach der Mission vor den nach dieser Mission vor den DLCs, bevor wir nochmal uns die ganzen Doppelboss-Fights antun oder zumindest es probieren. Okay, hier ist einer. Das scheint ein Einzelner zu sein. Schauen wir, ob wir den backstabben können. Ja, können wir. Ja, haha. Haha. Und ja, habt ihr gesagt, den Keypuls häufiger wieder einsetzen? Ho! Okay. Das war zum Beispiel... Aber aus irgendeinem Grund... ist meine... Oh, ich kann nicht mehr Medizin tragen. Moment, das ändern wir. Na gut, bevor wir es hier rumliegen lassen. Bevor ich jetzt hier übrigens mich darüber beschwere, dass das hier nicht funktioniert aus irgendeinem Grund, werde ich erst einmal... Nein. Wir haben nämlich über 73%. Was bedeutet, das ist der Grund, warum ich hier so fett bin. Und ich glaube, der Großteil des Gewichts kommt daher. Haben wir hier etwas ähnlich Gutes, was wir ausrüsten können? Nicht wirklich. Das ist dann alles schon deutlich schlechter. Wie sieht's hier aus? Wir hätten das, aber das wiegt genauso viel. Wir hätten das, was aber auch deutlich schlechter ist. Ja, das ist kaum schlechter und viel leichter. Jetzt sollte ich eigentlich wieder faster sein. Oh nein. Wo? Oh, okay. Komm. Hä? Großhelm nehmen wir, Streitachs brauchen wir nicht. Nehme ich trotzdem mal, weil ich die falsche Taste drücke. Okay. Gut, und du... Verpiss sie einfach. Bogenschützen. Wichser. Ich finde es, wie gesagt, sehr... wie ist das deutsche Wort für peculiar? Sehr seltsam einfach, dass wir... Moment, müssen wir eigentlich nicht wieder runter? Waren wir nicht hier oben? Bild mir ein, von hier sind wir letztes Mal gekommen. Also gehen wir einfach weiter runter. Was ist das deutsche Wort für peculiar? Seltsam auf jeden Fall, dass wir nicht aufleveln können. Zumindest nicht wirklich. Und hier ist es wirklich scheiß dunkel. Apropos wirklich. Oh, ich glaube, das war einer der ersten Räume. Kann das sein? Panzerhandschuh nehmen wir. Können wir den zum Beispiel austauschen? Können wir. Der wiegt gleich viel wie der hier. Der Großhelm ist allerdings zu schwer für uns. Und ja, ihr habt außerdem gesagt, ich soll meine Stats ein bisschen relocaten. Zum Beispiel nicht so viel auf Geist geben, dafür noch ein bisschen mehr... Was macht nochmal Speer? Was macht nochmal Speer? Welches komische Attribut macht denn nochmal Speer? Genau, mehr... Prinzipiell, ich soll alles in Leben und ein bisschen... Also ich soll quasi alle Fähigkeitspunkte nehmen und sie in den Körper reinballern. Und das soll angeblich helfen. Werden wir schauen nach der Mission. Oh, ist zu. Oh ja, an diese erste Brücke erinnere ich mich. Wir sind jetzt wirklich quasi wieder ganz am Anfang. Und ich glaube, wir gehen sogar in die richtige Richtung. Oh, fuck me. Ja, ja. Moment.
Ja, mein Ki regeneriert sich etwas schneller. Nicht viel schneller, aber zumindest etwas. Oh, Holz, danke. Moment. Schaut der jetzt in meine Richtung? Nein, der hat sich umgedreht. Ich habe das gar nicht gesehen, weil es so dunkel ist. Okay, warum auch immer du dich umgedreht hast, wenn der Feind ganz klar aus der Richtung kommt. Die Kiste ist offen. Kann es sein, dass wir die am Anfang des Spiels aufgemacht haben? Und seitdem ist die offen? Das wäre zumindest gerade so meine Theorie. Ich bin hier schon auf den Boss gespannt. Falls es überhaupt einen Boss gibt. Wobei, ich bilde mir ein, ihr habt mir sogar geschrieben, dass es einen Boss gibt. Er kann ihn nicht tragen. Gut, dann heilen wir halt das Fitzelchen und nehmen die dann trotzdem mit. So. Ne. Alles Kacke. Ja, hier war, glaube ich, der Anfang. Moment, da geht es scheinbar weiter. Okay, hier geht es aber überhaupt gar nicht weiter. Okay, dann gibt es also nur die Möglichkeit hier. Das ist neu. Ich glaube, wir sind damals von... Ne, wir sind nicht von da gekommen. Was ist das jetzt hier? Also an das würde ich mich erinnern. Weil das schaut creepy aus. Hm. Meins. 3, 2, 1. Okay. Okay, das sind diese Art Feuerkai, alright. Mit euch. Aber jetzt hier, jo. Kann ich eventuell die benutzen, um irgendwelche Passagen dadurch aufzumachen? Mit den Explosionsteilen? Okay. Aber jetzt hier, Yokai? Oh, fuck me. Okay, also das macht auch bei denen scheinbar gut Ki-Schaden und Anführungszeichen. Okay. Moment. Was? Warum ich die Yokai-Aura gerade nicht zerstören konnte, weiß ich nicht. Gut, dass ich die angestochen habe. Sonst wäre es vielleicht... Sonst wäre das vielleicht sogar ein bisschen... Keine Ahnung. Kacke geworden. Oh, ich bin tot. Das kommt davon... This life has ended. Befreit von irdischem irgendwas. Das ist eine neue Todesanimation. Nicht, dass wir jetzt, weil wir hier jetzt verschissen haben, weil wir jetzt Sauers oder wie auch immer sie heißt, zurückkamen, dass wir jetzt die ganze Mission von neuem starten oder so. Das wäre irgendwie... Nee, okay. Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank. Das wäre nämlich ein bisschen heftig. Weil warum wollen wir sie dann zurück überhaupt, wenn wir... Gut, ich weiß, das ist wahrscheinlich mehr so ein sentimentales Ding, aber naja. So, Moment, eine Frage. Kann ich euch outrunnen? Und vor allen Dingen, sind diese Dinger da unten schon wieder in ihren komischen Gefäßen drin, oder... Sind sie? Jetzt ist die Frage, kann ich einfach an denen vorbeigehen, ohne sie zu töten? Was ist jetzt los? Meint, jetzt haben die das irgendwie zugemacht. Okay. What the fuck ist das für ein Gegner? Der kann die Angriffe von Kelly, oder zumindest kann der diesen einen scheiß Block machen. Oh, what the hell? Und vor allen Dingen, dort wo wir das jetzt sehen, war am Anfang doch der Kerker.
Da, wo wir drin gehockt haben, ganz am Anfang. Intruder! Naja, Intruder am Arsch. Das verwirrt mich jetzt. Vor allen Dingen, die machen hinter uns zu. Wahrscheinlich war ich mal wieder einfach zu voreilig. Ich sollte wahrscheinlich die hier ganz gechillt einen nach dem anderen machen, dann den Rest mit Bogen abschießen oder so. Das ist gut. Achso, Moment. Ich liebe diese Attacke einfach, auch wenn sie mich schon, glaube ich, zweimal oder dreimal getötet hat, aber sie ist trotzdem nice. Genau. Und jetzt haben die auch hier noch nicht zugemacht. Oh, ich werde gleich was versuchen, was mich entweder aussperrt. Nee, komm her. Komm her. Ja, diese Attacke macht nämlich quasi instant. Au. Okay, explodiert Gott sei Dank nicht. Zumindest, wenn er mich... Okay, diese Attacke hat mich zwar vorher bei dem Gegner schon mal getötet, aber egal. So, hier sind zwei Medizinen, die wir nicht tragen können. Meine Idee war jetzt folgende. Eigentlich ist es egal, ob ich es mit dem Lundenschloss mache, aber ich habe wahrscheinlich mehr Muni mit dem Bogen. Und zwar folgende Idee. Nein, hä? Achso, jetzt habe ich... Nein. So. Und zwar... Ah, ich kann von draußen nicht dorthin aimen. Wobei, vielleicht kann ich die Dinger da zerstören. Okay. Das ist sicher auch gut, dass ich das zerstöre. Hier liegt noch Medizin. Sollte mir vielleicht... Wait. Ja, das machen die wieder zu. So, jetzt werde ich aber nichts triggern. Und wenn, dann trigger ich nur einen. Okay, aber nur einer. Au! Komm! Warum habe ich überhaupt kein Key mehr? Okay. Halt, nein! Nein, die haben mich vor dem Elixier ausgesperrt! Ernsthaft? Okay, hier hat aber noch irgendein anderer getriggert. Genau du. Solange ich immer nur einen hole... Oh, ne. Ich habe das Gefühl, ne. Ich habe doch noch keinen anderen geholt. Ha! Ha! Okay. Okay, die sind doch gar nicht so kackschwer, wie ich mir gedacht habe am Anfang. Wa! Okay. Was? Was war das? Und was sind das für Wichser? Sind das irgendwie so eine Art Kelly-Klon? Also Edward Kelly-Klone? Dass die... Das kann ich mir zumindest nur so vorstellen, dass die... Aber ich muss auch jedes Mal die zwei Yokai vorher töten. Oh, das ist aber ätzend. Wobei, wir haben noch nicht versucht,
ob wir einfach durchlaufen können und diese große Tür am Ende platt aufmachen, nicht platt machen können. Da wir unseren Geist hoffentlich nicht dort hinten verlieren, was doof wäre. Beziehungsweise nein, versuchen wir es nochmal. Wenn es jetzt nicht vernünftig klappt, dann werde ich versuchen durchzulaufen. Ja, diese Attacke macht wirklich, zumindest den, ganz gut Ki-Schaden. Ja, am Arsch. Aber ich finde es gut, dass die immer gut Medizin und Geistersteine geben. Das macht das Ganze so ein bisschen worthwhile. So, komm her. Ah! Du Penner. Ja, genau. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ja, Medizin. Alles klar, ist hier nochmal Medizin? Nee. Gut, jetzt ist die Frage. Ich glaube, es reicht schon so weit. Habe jetzt schon irgendwen getriggert. Und war es sinnvoll, vorhin diese zwei Dinger hier auszuschalten? Was passiert, wenn ich das hier mache? Gar nichts. Nee, wirklich gar nichts. Ah, dann spawnen die nicht, oder was? Nein. Nein. Was? Hallo? Ah, scheiße, doch, die spawnen schon. Oh, Moment. Es könnte jetzt blöd sein, wenn ich zwei geaggrot habe. Aber ich glaube, ich habe nur einen geaggrot. Und das Gute ist... Ich glaube, der hat weniger Ki als ich. Was bedeutet, ich kann ihn einfach zuspammen mit diesen Attacken, bis er kein Ki mehr hat und dann stirbt. Sollte das tatsächlich der Fall sein, ist das gar nicht mal so schwer. Okay, auf der linken Seite ist nichts mehr. Jetzt ist die Frage, wie ist die rechte Seite da beschaffen? Und ich glaube, er kommt schon. Kann es sein, dass es nur zwei waren? Ich bilde mir ein, am Anfang haben mich drei umgarnt. Nennen wir es mal. Okay, komm her. Nein! Und vor allen Dingen, das macht mir einen negativen Statuseffekt. Okay, er ist da links verschwunden. Oder rechts? Sind es eventuell doch zwei? Ja! Komm her! Komm her, genau. Was? Was? Alter, nicht mal Kelly war, aber Kelly war das ein One-Shot. Was zur Hölle? Okay. Okay. You wanna play the game, bitches? Alles klar, das könnt ihr haben. Ab jetzt werde ich nicht mehr versuchen, irgendwie die schön zu machen. Ich werde sie einfach nur machen. Und wenn ich dann, unter Anführungszeichen, cheaten muss, also ich cheate halt nicht wirklich, ich verwende halt immer nur die Attacke, die mich nicht, also die quasi mein Überleben garantiert. Ja. Es ist nur wirklich ätzend, dass ich jedes Mal die zwei machen muss, weil die sind nicht schwer oder irgendwas. Ja.
Warum? Warum krieg... Eine Sache fällt mir übrigens langsam auf. Hier im Tower regeneriert mein Ki viel langsamer als in Japan. Könnt ihr das bestätigen eventuell? Weil es fühlt sich wirklich so aus, als wäre das enormst langsam im Vergleich zu... Ich erinnere mich noch ziemlich gut, wie ich gegen... Wie hießen die nochmal? Gegen Hinoenma und Ryoki in der Mission vor Kelly Nobunaga und dieser Riesenschlange gekämpft habe. Und da ging mein Ki nach oben wie sonst was. Medizin, Geisterstein. Aber gut, dass sie immer Stuff geben. Es macht das Ganze doch schon recht verkraftbar. So, und solange ich mich... Ich sollte diesen komischen Kelly-Klonen ausweichen. Das hat wehgetan, Arschloch. Nein, man gibt mir eine Medizin. Gut. Scheiße, das wird nicht mehr funktionieren. Jetzt ist die Frage: Funktioniert die Strategie, so weit vorzugehen, bis das Tor auf zugeht, meine ich, und jetzt hier einfach zu warten, bis die einen nach dem anderen kommen? Schauen wir mal. Oder ob wir tatsächlich weiter müssen. Wir könnten übrigens inzwischen aufleveln. Aber wir können halt nicht. Weil hier kein Auflevel-Teil. Hallo? Okay, also anschießen scheint zu helfen. Jetzt ist die Frage, kommt... Oh. Okay, jetzt kommen scheinbar mehrere. Oh, nö. Okay, es sind also drei. Minimum. Wir haben schon zwei besiegt, oder? Ich glaube, haben wir schon zwei besiegt? Egal. Solange immer nur einer kommt, hierher, ist alles cool. Mit einem, glaube ich, gleichzeitig kann ich umgehen. Mit mehr als einem. So, und jetzt werden wir ihm einfach das Ki rauben. Okay. Ja. Oh, bitte! Nein! Okay, das ist jetzt schlecht. Oh, das ist kein One-Hit-Kill, das ist ganz schlecht. Solange sich der eine verpisst, wo auch immer er ist, bitte bleib weg. Wo auch immer der andere ist, solange er gar nicht... Okay, er ist weg. Bye-bye. Oh, das war ein bisschen zu knapp for my liking. Ja. Okay, jetzt einer noch. Alter, die sind gespickt mit Geistersteinen. Da sie bespickt sind mit Geistersteinen. Mit großen sogar. Ich glaube, zwei davon reichen, damit ich... Scheiße, es reicht ums Arschlecken nicht.
kleiner Geisterstein. Das reicht aber für einen Schutzgeist. Ich werde jetzt kein Risiko eingehen. Ah, jetzt wäre ich fast verreckt an dem einen. Schlüssel zum Labor. Oh, wahrscheinlich bräuchten wir das hier, um da durchzukommen. Und das kann es sein, dass es storytechnisch irgendwie so ist, dass Kelly gar nichts Besonderes war, sondern hier von irgendwem, wahrscheinlich, weil wir es gerade gelesen haben, von irgendeinem Alchemisten, wahrscheinlich war das der Typ, der am Anfang, wo wir an dieser Tür gelauscht haben, gesagt hat, Kelly, du gehst nach Japan. Und dass der das quasi... Wehe, hier sind noch andere. Dass der das quasi so gesagt hat, ich werde alle zerstören, sicherheitshalber. Außerdem gibt es da vielleicht Goodies. Zwei eins nach dem anderen. Nicht, dass da doch mal was Böses rauskommt. Auf jeden Fall, dass quasi dieser Typ, der das am Anfang gesagt hat, hier die ganzen Kelly-Klone gemacht hat. Und ich frage mich ernsthaft, wo der Weg war, von dem wir gekommen sind, weil wir sind auch dorthin gelaufen, auf dieser Brücke, wo die zwei Typen da oben waren, da sind wir vorbeigekommen. Und hier dachte ich irgendwo, dass dass unsere Anfangszelle ist. Aber scheinbar ja nicht. Also falls da irgendwer geografisch und geschichtstechnisch Aufklärung bieten kann. Wow. Wow. Wolltest du mich verarschen? Ja. History. Hell no. They kill them for sport. Es kann übrigens wirklich sein, dass wir dadurch, dass wir jetzt hier die Tür des Schlüssels zum Alchemisten haben, dass falls wir nochmal sterben, außer hier hinter Circle Checkpoint, wir durchlaufen können. Oh, bitte, bitte, wir haben hier Schutzgeist und alles. Ich will nur nicht sterben. Ne, ist schon irgendwie... Moment. Oh, Moment. Moment. Achso, doch, wir haben das Gewehr ausgerüstet. Wenn da hier nicht ein Felsen runterkommt oder so... Oder irgendwas Böses. Nee. Nee, hier oben ist schon das Ziel. Okay. Coming. I served as I for Queen Elizabeth, ruler of the Seven Seas. Nothing escapes my sight. The Amrita from Japan has the power to allow anyone to conquer all of Europe. Nay, the entire world. The passing of our beloved queen sadly leaves the fate of the country in our hands. William, join me. Your country needs you. Disappointing.
Es ist ein Oktopus! Ich hasse Oktopusse! Was, okay, was macht der überhaupt? Oh, okay, er instant killt mich quasi. Okay, er macht mit seinen Tentakeln Stuff. Okay, aber du hast nicht allzu viel Leben. Okay, blocken scheint eine Option zu sein. Blocken scheint eine gute Option zu sein. Okay. Okay. Okay, er hat kein Ki mehr. Doch, er hat wieder alles Ki. Was? Au. Was? Au. Nein. Was? Was? Heuer Laserbeams. Okay, wahrscheinlich heißt jetzt irgendwie um ihn rumlaufen, so lange bis die despawnen oder so. Oder kann ich die zerstören? Schauen wir mal. Okay, er scheint in der Phase irgendwie nichts zu machen. Was ich wahrscheinlich irgendwie ausnutzen könnte. Au! Okay. Kann ich es jetzt eventuell ausnutzen, ihn zu töten? Wenn ich jetzt genug... Kann ich ihn jetzt so töten? Kann ich ihn eventuell schießen? Nein, jetzt habe ich das Teil! Ich hätte ihn wahrscheinlich schießen können! Okay. Okay, Schutzgeist! Go, go, Gadget! Okay! Alright, du warst ein Pushover der größten Sorte. Hätte der schwer sein sollen? Es fühlt sich an, als hätte der schwer sein sollen, aber... What the fuck, er hat den groß... Also entweder ich habe ihn wirklich dadurch geschießt, aber... Kann es sein, dass wenn ich eins von diesen komischen Teilen, was Laser schießt, leben lasse und es vielleicht sogar noch von ihm weglocke oder einfach mich treffen lasse, und weil das macht ja nicht allzu viel Schaden, dass du dann ewig nichts macht? Oder ist es ein Timer? Schaut mal übrigens auf die Seelen, die wir haben. Wir haben 2,5 Millionen Seelen. Nein, nicht Seelen, Amritas. Holy crap. Okay, und ich nehme alles mit, was du hast, weil du bist... Du bist wahrscheinlich irgendwie so ein geiler Wichser. Du bist hier der Alchemisten-Magier-Oberschackel. Aber die Arena ist cool. Ich glaube wirklich, ich habe den Boss hier ziemlich gecheased. Aber fuck you! Also, nachdem was zum Beispiel mit den Doppelbossen die ganze Zeit war und was mir Ishida Mitsunari angetan hat, fuck you! Wobei, wisst ihr, was geil wäre? Das war Phase 1. Und wenn ich jetzt auf Fortfahren drücke, wehrt er sich noch und dann geht's erst richtig los. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Wobei, bis dato hat es uns noch nie getrickst, aber diese Mission war auch ein bisschen anders als bisherige. Komm schon, stirb! And now you see nothing more.
geil. Ich habe keine Ahnung, wie der Boss überhaupt heißt. Steht aber im Titel. Ich habe ihn so schnell platt gemacht. Also das von... Also der Kampf vorher gegen diese drei Kelly-Klone war deutlich schlimmer als der Boss hier. Keine Ahnung, wie der geheißen hat. Wahrscheinlich irgendwie Octopus-Alchemist oder so. Wow, ich hasse Oktopusse. So, oder vielleicht, wahrscheinlich hieß er irgendwie Auge der Königin oder so. Finde ich übrigens cool, dass er dann den nicht getötet, sondern nur erblindet hat. Was sicher eine geilere Strafe ist. Wir haben übrigens, glaube ich, drei riesige, große Seelensteine bekommen. Der Kompass zeigt in keine Richtung mehr. Ich bin endlich frei. Die Sondermission der Abgrund wurde freigeschalten. Okay. Was auch immer das ist. Region Omi Mission Hyaka irgendwas auch freigeschalten. Mission im Zwielicht geändert. Der Weg des Starken wurde freigeschaltet. In diesem Modus sind die Missionen schwieriger und die erhaltene Ausrüstung ist stärker. Du kannst den Modus über die Landkarte freischalten. Oh, ist das irgendwie New Game Plus? Oh, wir haben New Game Plus freigeschalten. Weg des Samurai, Weg des Starken. Oh, nice. Oh! Und ich glaube, 1, 2, 3, ich glaube, wir haben soeben die DLCs freigeschalten. Das ist ja nice. Und ja, Weg des Starken. Aber das sage ich, komm hier wieder zurück. Okay, aber es wird... Es sind alle Missionen erhalten geblieben, nur sind sie stärker. Warum ist eigentlich hier die Hauptmission mit Hinoenma schwerer als hier die Insel der Dämonen? Erleichter meine ich. Wir werden vielleicht sowas mal... Achso, der Mann mit dem Schutzgeist war die erste Mission. Die könnte ich nochmal spielen, um zu schauen... Ah, wie das hier mit dem Tower tatsächlich war. Ob mich mein geografisches Gedächtnis getrübt hat oder wie. So, Landkarte. Wir können immer noch switchen, oder? Ja. Okay, also, das finde ich wiederum cool. Oh, hier, Erfolgsquote bei Mission sieht man jetzt. Ich verdecke es so ein bisschen. Aber hier sieht man Erfolgsquote bei Mission. So, das ist unangenehm, so vorgebeugt zu reden. Cool. Und wir können vor allen Dingen direkt bis hier Spinnennestfestung, fallender Schnee, der Mond des Berges. Und sind alle in etwa gleich schwer, alle so 180er Level. Aber ich schau mal gerade nur. Hier bei der. Okay, wir haben immer noch hier diese Missionen. Aber ne, die haben wir auch neu. Aber vielleicht ist das auch ein Doppelboss-Mission. Und was ist das hier? Diese Mission findet im Abgrund statt. Der Schwierigkeitsgrad steigt an, je tiefer du in den Abgrund vordringst. Gleichzeitig nimmt aber auch die Qualität deiner Belohnungen zu. Diese Sondermission scheitert, wenn du in Abwesenheit deines Schutzgeistes stirbst. Dafür hast du die Möglichkeit, mächtige Ausrüstungsgegenstände zu erlangen. Du brauchst einen gesprungenen Ocho-Becher, um diese Mission zu versuchen. Ich will aber noch nicht. Achso, das wird mir... Oh, oh, höchst abgeschlossene Ebene. Oh, das ist sowas wie ein Challenge Run. Aber, ich würde sagen... Oh nee, das ist das mit dem komischen Dämonen. Centipede-Stuff. Nee, ich würde sagen, wir... Die Fähigkeit Schutzgeist stärken wurde freigeschalten. Was? Du kannst jetzt zwei Schutzgeister aktiv haben. Was passiert jetzt alles? Dein primärer Schutzgeist verhält sich wie zuvor. Dein sekundärer Schutzgeist gewährt dir den symbolgekennzeichneten Schutz. Allerdings ist dieser Effekt schwächer als deiner des primären Schutzgeistes. Während einer Mission kannst du mit R1 und L2 zwischen dem primären und sekundären Schutzgeist wechseln. Okay. Ja, ich würde sagen, Stufenaufstieg, Schutzgeister anschauen. Amrita, ja gut, Amrita-Erinnerungen machen wir nochmal kurz. Nee. Oh, apropos, ich kann hier vielleicht anschauen, wie dieser große Yokai hieß. 100 Augen.
hieß der scheinbar. Ja gut, würde auch in etwa passen, wie der ausgesehen hat. Da ich auch Ninjutsu machen möchte, eventuell in Zukunft, werde ich da auch mal einen Punkt investieren. Oder zwei. So, und hier. Hier. Schutzgeister wechseln können wir jetzt. Außerdem... Gefangen im Fläschchen. Okay. Das Ende der unbesiegbaren Flotte. Ich glaube, das war aber der Typ, mit dem wir letzte Folge geredet haben. 100 Auge. Nachdem er eine enorme Menge Amrita aufgenommen hatte, verwandelte sich John Dee in diesen Yokai. Hunderte Augen bedecken seinen Körper. Und er ist sau easy gewesen. Ich glaube, das war so ziemlich der... Kann es sein, dass es wirklich der erste Boss war, überhaupt, den ich First Try gemacht habe? Ich bild mir ein. Ja, ich glaube, es war tatsächlich der erste Boss, den ich First Try gemacht habe jemals. Okay, also dafür, dass es quasi der Epilog war, war es doch ein bisschen schwach. Oh, John Dee. Oh, ich muss den 100-mal besiegen, dreimal besiegen für mehr Infos am Arsch. Edward Kelly dreimal, ja bla. Hier, nein, nicht Edward Kelly, ich wollte hier noch uns anschauen, ob wir endlich alle Infos haben, ne. Aber das werden die drei DLCs sein, die da noch fehlen. Region England, oh geil, und jetzt haben wir hier auch Rückkehr, das wahre Antlitz des Bösen und hier geblendet durch die Klinge. Geil. Aber das war natürlich noch nicht alles von Nioh. Nächste Folge, auf jeden Fall werden wir noch ein bisschen Nebenmissionen, die andere oder die nächsten paar Folgen, werden wir noch so ein bisschen rumprobieren. Und je nachdem, vielleicht dann nächste Woche oder morgen wird auf jeden Fall keine Folge kommen. Am Samstag, würde ich sagen, gibt es dann einen Komplett-Overhaul. Eine bisschen längere Folge mit Komplett-Overhaul und Missionsprobieren und so. Nächste Woche machen wir den Abgrund und so, aber das war mal wirklich auch die... Das war der Epilog, würde ich sagen. So wie es einen Prolog in London gab und das Hauptspiel hier in Japan. Was Ende in London. Finde ich war geil. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Die Tage bei Let's Play Nioh. Ja, wie gesagt, es kann sein, dass ich jetzt bald eine Wand einrenne, wenn hier immer nur mehrere Bosse ankommen. Oder zum schlimmsten Fall mache ich das DLC oder hol mir hier im Abgrund vielleicht geilen Scheiß. Und vor allen Dingen nächstes Mal geben wir 2,5 Millionen Amritas aus. Darauf freue ich mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Let's Play Nioh. Und bis dahin sage ich zum letzten Mal offiziell Tschüss, Leute.